Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Hallen Hearts Event Video hier aus dem American Schwank Simulator. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir stehen ja noch in Victoria in Texas. Mal schauen, wohin die Reise heute geht. Eine Hebebühne. Valentinstagsgeschenke von Victoria. Oh, das ist sehr gut. Nach Tuckum Carry, New Mexico von Walbert nach Eddies. Das ist sehr gut. 707 Meilen, nur 12 Stunden, 7 Fahrzeit. Das ist sehr gut. Wir nehmen den Auftrag direkt an. Moment, 6 Stunden. Fuck. Scheiße. Also wenn dieses Video länger als eine Stunde ist, dann wisst ihr, ich habe die Fahrt nicht geschafft. Vom zeitlichen her. Ich sag mal so. Sechs Stunden, drei Minuten. Ich hab gleich eine 5-Stunden-Schicht. Wait. Wenn ich den Auftrag jetzt abbreche. Ja, ich breche den Auftrag ab. Muss ich keine Kohle zahlen. Ist halt beschissen, dass ich jetzt. Ist halt scheiße für die Statistik. Aber ich bin mir sicher, ich werde das nicht schaffen. Also ich kann das halt nur schaffen, wenn ich direkt rechtzeitig dann wieder hier bin und was weiß ich, und das bezweifle ich. Und Yuma, Arizona ist halt wieder so weit. Dann nehmen wir äquivalent dazu, fahre ich dann nach Artesia, New Mexico, zu Rail Export. Es war 5 Dollar pro Meile weniger, aber ich habe... da ich heute länger noch arbeiten muss, wir sind nur mal 5 Stunden und dann später bin als gestern und gestern schon, naja, auf halbem Ohr Gespräch und auf halbem anderen Ohr am Fahren. Deswegen lieber dann so und dann gibt's dann übermorgen eine längere Fahrt wieder. Dann sind's halt jetzt nur... Das ist also jetzt nur 44.823 Dollar. Ja, ich fahre schon wieder verwirrend. Tanken muss ich ja nicht. Genau, ich will jetzt einfach so zum Auflieger fahren. Ja, koppeln. Dann fahren wir nach Artesia. Und zahlen nochmal Kohle, weil, ja. Leichte Blutung haben. Okay, 21 Meilen sind es sogar. Crazy. Das ist auch noch wieder so eine weite Fahrt. Ist allein nur zu dem kurzen Abschnitt. Natürlich auch ungünstig, da ich eigentlich noch ein bisschen mehr Zeit haben wollte, bevor ich mich wieder loslegen muss. Aber okay. Aber schön. Zumindest, dass man das mal sieht, dass jetzt hier auch der Bahnübergang, der Schrank in die Schrankrunde geht. Hoffentlich nicht, dass ich jetzt gleich grün habe und die noch nicht wieder oben ist. Aber ich sehe es kommen. Na, wie ein Amtrak, der hier angerauscht kommt. Sehr schön. Das Einzige, was nicht so schön ist, dass ich nicht genug Zeit dafür habe, aber also nicht so ganz genießen kann, weil die Zeit so ein bisschen im Nacken wieder ist, aber... It is what it is. Gut, dann habe ich zumindest nur in Anführungszeichen, ja gut, dann habe ich nur 580 Meilen, die ich dann gleich Pedal to the Metal fahre nach New Mexico. Äh,
Hallo. Caution. Please mind the speed limit. Immer wieder weird, wenn das dann plötzlich dann go straight and then stay left. Reinkickt, als hätte man was getan. Als ob man nach links oder in diesem Fall jetzt nach rechts gelenkt hätte. Was man nicht getan hat. Stay left. Hat er nicht nach links geblinkt? Das Belastende ist natürlich, dass wir gerade hier Cops sind. Aber es ist eh gerade rot. Und wir fahren wieder dorthin, wo wir das letzte vorgestern die Fahrt beendet haben, die Ladung abgeladen haben. Stay right, then turn right. Ich vergesse, dass wir ein bisschen vorher noch eine Schnauze haben. Nicht so wie in ETS 2. Turn left. Turn right. Go straight. You have arrived at your... Ich halte da jetzt einfach mal nicht. Your route guidance is now finished. Keine Zeit dafür. Ja, genau. Ich wollte dahin. Dann, fahren wir mal los. Dann wollen wir mal schauen, wie die Fahrt nach Artesia aussieht. Welche Strecke wir fahren? Wir fahren erstmal die Highway 87 Richtung San Antonio. Bei San Antonio fahren wir dann die Interstate 10 hoch über Junction und bei Fort Stockton geht es dann auf den Highway 285, bis wir dann nach New Mexico reinfahren und dann fahren wir dann durch Carlsbad durch und dann sind wir schon bei Artesia. 582 Meilen. Okay, here we go. Die wir es noch vor uns haben. Es wird eine Fahrt in einem werden, meine ich, glaube ich, genau. Nee, ja, doch. Zur Red Export fahren wir genau. Haben wir die bei Wallbird raus bei den 300 Shopschildern. Und dann geht's ab Richtung Highway. Nur habe ich wieder vergessen. Turn left. War es gewesen hier. Jetzt 285er, der war ja auch noch nicht hier. Dann geht's aber jetzt erstmal auf die Bahn wieder. Oder auch nicht. D
die Abschnitte, das ist halt sowas, also ja, schon jetzt gleich. Ich habe schon wieder die Strecke vergessen. Ja, uns rechts haben müssen. Waren wir schon? Ne, da war ich noch nicht gewesen, alles klar. Gut zu wissen. Also sind ja auch schon echt schöne Gebäude und Gelände, die wir hier an der Seite haben. Das war aber nicht über den Bandiker, doch über den Bandiker, wie er meint. Ich hoffe mal, es kommt nichts, weil da muss ich zurücksetzen. Aber ja doch, ich muss zurücksetzen wegen der Schranke und der Kollege hätte auch zurücksetzen müssen, weil er ja ein bisschen drüber ist. Also nicht drüber, also. Ja, das Gegenteil von drüber. Und da sind wir auf dem Highway. Ab nach San Antonio. Schön am Water Tower von Victoria vorbei. Und dann ab jetzt wird das Gaspedal wieder runtergedrückt. Mal schauen. Wir haben erstmal zu kämpfen. Dann messen wir uns da. Ach, die Landschaft ist auch immer, vor allem immer wieder. Ich bin das erste Mal jetzt hier. Aber die Landschaft ist echt schön. Also kann man nicht anders sagen. Kann man nichts anderes sagen. Haben wir hier eine Firma? Ja, hier eine Firma. Bleibt, wie gesagt, erstmal einfach mit dem Tempomat bei der Cruise Control bei 55. Mhm. So sehr wollte ich mich jetzt auch nicht raustragen lassen. Aber manchmal passiert das halt eben. So, da wir nicht die KI sind, können wir jetzt auch schön mit Speed wechseln und müssen nicht abbremsen. Aber abbremsen muss ich trotzdem. Scheiße, aber noch mal ein bisschen mehr als 55 nur. Go straight. Oder auch nicht. Und da dürfen wir schon wieder schneller fahren. Sehr gut. Wo ich den Mac hier gerade links neben mir gesehen habe im Seitenspiegel. Da fehlt mir ja schon so ein bisschen, auch schon ein bisschen standardmäßig so die den
der eine, erst noch mal San Antonio. Stay right. The Lone Star Stay 16:30, der Mac, boah. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Oh, rechts abbiegen. Ja, fast gerade ausgefahren. Ich weiß echt nicht, wie die hieß. Alter, was ist denn los? Da habe ich auch schon nicht nach links gelenkt. Also irgendwie ist es weird gerade mit der Eingabe. Also gerade meine ich in letzter Zeit. Puh. Ja. Ich weiß schon echt nicht mehr, wie der hieß, aber na, stellt euch einfach hier die typischen. Ich glaube, so eine angelehnt war an Australien, aber also ein skandinavischer, genau, ein australischer Truck. Ein australischer. Man kennt ja die australischen Trucks so, ne? So sah er, glaube ich, auch aus. Wie gesagt, ich weiß nicht mal, wie der hieß. Aber irgendwie habe ich da irgendwie wieder so ein bisschen vermisst, auch so vom Sound her. Der war ja nicht von schlechten Eltern. Ab auf die Interstate 10, würde ich sagen. Stay left and then exit left. Jawohl, ab auf die Interstate 10. Exit left. Und dann fahren wir jetzt wieder die Geschwindigkeit aus, die wir fahren können. Meilen noch, gerade mal 80 gefahren. Hier wieder so ein bisschen mehr modernere Strommasten. Ja, wir müssen das links halten, da wollen wir nicht hin. Sehr gut, wenn der Mustang ein bisschen mehr Gas gibt. Stay left. Der bremst doch gleich safe, oder? Ja. Aber nicht so sehr, wie ich dachte. Von daher ist doch alles im grünen Bereich. Sieht auch sehr schön aus. Was ist denn? Okay, vielleicht war ich das, ich hab keine Ahnung. Aber das Kreuz sah doch sehr schön auf der Karte aus. Richtung El Paso und Austin, okay. Stay right, then turn right. Also hier bleiben. Ich muss ja gar nicht wirklich wechseln. Turn right. Aber ich muss schon wechseln, weil ich muss nach El Paso. Stay und right. Ich muss jetzt einfach mal hier so schön rüber wechseln. Bleibt mir irgendwann noch übrig. Und ja, sehr gut. Da fahren wir durch El Paso wahrscheinlich. Wo sind wir jetzt, bei Houston? Ne, sind immer. Ach, es ist noch San Antonio. Never mind. Fahren wir jetzt erstmal wieder ein bisschen mit Cruise Control, wenn wir schon mal hier sind. In der Stadt. Nicht volles Rohr fahren können. Stay left. Na,
Machen wir das noch mal. Bisschen sehr left. Ach ja, schön die Ausläufer hier von San Antonio. Und dann können wir jetzt auch wieder ein bisschen mehr. Ja, mach ich doch. Kann man ein bisschen schneller fahren. Vielleicht auf dem mittleren Spur geblieben. Nachlenkt. Soll ich schon mal ein bisschen mehr aufpassen jetzt gerade? Komisch. Wieso auch immer das ist. Ich weiß nicht, dass es gut wäre, das schon wieder, wenn das nicht so wäre. Das kann man ja nicht ändern. Wahrscheinlich nicht. Und dann rollen wir runter. Obwohl wir eigentlich nicht wirklich schnell sind. Nicht so schnell, wie ich erhofft habe. Ich habe mit mindestens 70 gerechnet. Aber okay. Bis heute auch in einem Post gesehen von SS Software, also zum einen, dass das Community Goal erreicht wurde, aber einer im Kommentar hat geschrieben, so, also bei Instagram, dass er das Event zu kurz findet und er hofft, dass es verlängert wird. Gab keine Antwort drauf. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich es gesehen habe. Das ist echt kurz, ne? Also es sind ja nur 12 Tage gewesen jetzt. Ich, oder? Nee, war es nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wann es so begonnen hat. Doch, ich glaube, am 8. hat es begonnen und es geht bis zum 18., also 10 Tage. Nicht mal 2 Wochen. Mir fällt gerade auf, wie passend das überhaupt ist mit den mit der Anzahl der Fahrten, die man machen muss. Mit der 14. Stay left. Ist wohl niemand rüber? Alles klar. Ich dachte, ich mache ein bisschen Platz. Aber okay, dann mache ich doch keinen Platz. Wieder schön über den Fluss zu fahren.
140 Meilen noch, alles klar. Ja, ja, die standardmäßigen, nein, was mal standardmäßigen, die altbekannten Strommasten, Mästen. Wie auch immer. Aber ich sehe mich ja noch einen Unfall bauen in dieser, dieser Fahrt, also. Ist ja schon hart schwickernd gerade. Sich so reingegraben hat. An den Sandstein wahrscheinlich. Nee, da muss ich nicht. Definitiv nicht. Schlafen muss ich auch nicht. Platz machen. Hat er gar nicht gebraucht. Wir sind übrigens bei 975.000. Mit diesem Auftrag sind wir dann wieder über die 1 Million. Ja, ist schon mal eine gute, eine sehr gute Ausgangslage. Also ich denke mal, wir werden dann schwer zu sagen, vielleicht mit 1,3, 1,4 rausgehen, je nachdem. Also halt je nachdem, ob ich weiterhin solche vollen Aufträge reinkriege und fahren kann, oder ob es halt wieder der ein oder andere kurze Auftrag sein wird, aber zumindest in den nächsten Fahrten bestimmt wieder länger und bringen bestimmt gut Geld ein. Was ja eigentlich eher wichtiger ist für ETS2, das ETS2 Profil. Da sind wir ja schon am im unteren Bereich gerade wieder über 100.000 kommen und haben im Grunde genommen immer noch so, ich weiß gar nicht, was, wie viel Prozent Verschleiß er hatte, aber wir haben ja noch Kredit von 400.000 und dann nochmal 300.000, über fast 400.000 für den Mercedes Actros, um den zu restaurieren, der ja doch schon im schlechten Zustand ist. Oder zumindest keinem guten. Und dann noch die ganzen Werkstätten, also da brauchen wir eigentlich nur mit Ohren für alle Sachen mindestens. Und für alle Sachen brauchen wir eigentlich 1,2. Also ich bin da eigentlich nur am Tippeln. Ich bin gar nicht so krass am reingrätschen hier. Aber scheinbar will er, dass ich reingrätsche. Es ist schon echt eine schöne Strecke, wo man einfach
getrennt oder häufig auch getrennt ist von der Gegenspur, Gegenfahrbahn. Man einfach getrennt ist von durchbohrten Gesteinsformationen. Und das nicht nur einmal, sondern mehrmals. Da kommt hinter uns ein International Lone Star. Bin ich, glaube ich, ein bisschen aus dem Sun. Nämlich so sehr links gewesen bin. Für das Empfinden der KI. Oder ist einfach nur allgemein langsam, obwohl wir ja auch nur Strich 65 gerade fahren. So ein bisschen zu, ne? Wir haben 7:15 Uhr, also so. Und wir haben es noch morgens, oder? Ne, gut, wir haben es abends, ne, mal. Dann ist das mit dem Sonnenlicht, das weg, oder dass es dunkler wird und nicht im Regen oder whatever und am Wetter. Einfach eine Uhrzeit. Warum schleicht die KI jetzt auf der linken Spur? Ich überhole ich noch. Das war ja klar. Erstmal abkassieren. Wir sind noch gar nicht New Mexico, da fahren wir erst noch hin. In ungefähr 60, 70 Meilen geht es hier erst runter. Grob geschätzt. Kommt ungefähr hin, wir werden erstmal vorzocken. Schon wieder schön hier so dieses Gebild auf der rechten Seite. Bin ja echt mal gespannt, wie viel Energie ich morgen habe, wie viel Schlaf ich bekomme. Ich rechne nicht mit allzu viel. Weil ich befürchte, dass ich hier nicht in dem allzu viel rechnen kann. Richtung El Paso, wir fahren nicht nach El Paso, wir fahren gleich weiter gen Norden. Über Highway 285. Ich habe wieder vergessen, wo wir durchfahren, aber wir fahren auf alle Fälle nach Artesia. Nochmal durch ein Karlsbad war das. Wir fahren durch Karlsbad durch. Es ist schon, also allein, dass man auf der Karte sieht, auf dem Navi sieht, dass man auf der rechten Seite, rechts neben unserer Fahrbahn auffahren kann, ist halt auch schon, ist schon nice. Auch wenn man nicht gerade fährt, aber nice ist es trotzdem. Ja, weil das die Möglichkeit ist, dass es nicht nur Dekoration ist. Auf in den Sonnenuntergang. Zumindest für einen kurzen Moment. Get ready to turn right. Turn right.
schön freie Bahn. Highway 285 nach Norden. Jetzt kann man noch die letzten Sonnenstrahlen des Tages genießen, während wir erstmal Richtung Karlsbad donnern, um in Artesia die Valentinstagsgeschenke auszuliefern. Go straight. Nach der Fahrt werde ich erstmal essen. 39 Meilen noch. Also das Essen steht zwar schon bereit, aber ich wollte euch nichts vorschmatzen. Die Karawane kommt einem entgegen. Go straight. Haben wir ja schon ein bisschen Angst, so nachzujustieren, ne? Wenn man hier so gerade solche komischen Probleme hat. Und da ist hier die Sonne noch hell am Horizont. Finde ich gut, dass man sehr gut auf die Schilder achten kann, dass wenn es blinkt, dass man, man weiß, okay, die Ampel ist rot, man sollte bremsen. Ah, das ist sehr cool. Es sind auch manchmal die kleinen Dinge, ne? Sieht ja schon geil aus. Ich kann es einfach nur immer wieder erwähnen. Weil es halt einfach so ist. Go straight. Das war schon knallorange. Avid Historian, ja, da werde ich irgendwann. Es wirkt ja zumindest so, als ob es wegen Auktionshaus für Pferde ist. Zumindest war das so mein Empfinden beim Vorbeifahren. Ich weiß natürlich nicht, ob das dem so ist. Aber ich meine, irgendwo war das doch, glaube ich, implementiert. Und das würde ja zu Texas passen. Mit dem. Digga, mit dem größten Auktionshaus für Pferde. Ja, bigger Texas. Wenn nicht in Texas, wo dann? Qualm ist ja schon ganz schön. Noch nicht aus dem großen Schornstein. Also wirkt zumindest so, als ob zumindest noch was anderes hervorsteigt.
abgesehen von industriellen Schornsteinen. Wahrscheinlich eine Ölraffinerie. I guess. Stay left. Stoppschild. Hoppla. Ja, ist doch schon cool. Wir sind immer noch nicht in Karlsbad, kann das sein? Nee. Noch ein paar Meilen vor uns. Das ist aber schon bei, ja, nee, wir müssen noch nicht. Wir sind noch nicht in Karlsbad. Es verengt sich wieder, jawohl. Überhoben, ich gucke nochmal kurz rechts. Dann noch kannst. Jetzt hier sich wirklich so nur rechts einzuordnen. Nach welchem bin ich nicht wieder rübergekommen? Sie ist ja noch kaum kurz vor knapp, ist dann noch eine Waage und die. Dann müssen wir dann wieder raus. Ich sehe es schon kommen. Weil das ist so gefühlt auch schon wieder ein bisschen knapp. Na, wir schreiten kurz davor noch die. State Police war. Hätte auch wieder ein Knöllchen geben können. Stay right. Die Ampel, die das blinken geil, geht gar nicht für mich. Auf 40, okay. Ich sehe mich ja schon immer noch gegenfahren, ne? Einfach nur, weil irgendwie das gerade ein bisschen buggy ist mit der Eingabe. Gott, erst aufhalten Karlsbad. Land of ne Dingens. Go straight. Neu von 14 war's, glaube ich. Das ist ja neu von 30 muss er eigentlich sein. Wieder mal das übliche mit den Rotphasen. Und dann jetzt wäre ein bisschen Grünphase.
geht's ja jetzt gleich wieder weiter. Go straight. Zwar mehr rollend als fahrend, aber immerhin. Jetzt ist wahrscheinlich wieder in der Rotphase. Hätte eigentlich rechts bleiben müssen, ohne Witz. Na? Es war ja so klar. Ging schon noch weiter, bevor ich es eingereinigt habe, war. Ich glaube, wir müssen ein paar Mal mehr draußen war. Go straight. Danke. So, ihr dürft gerne auch schneller fahren. Schön. Ich muss mir jetzt eigentlich schleunigst wieder rechts halten, rechts einsortieren, weil, ich glaube, ich rechts abbiegen müssen. Bei AT ist ja okay, sind wir jetzt doch schneller als. Ich muss mich dann halt einfach nach dem Kollegen rechts halten, weil wir, glaube ich, bei AT ist ja rechts abbiegen. Zu Rating Sport. Oder wir überholen auch den Feuerwehrwagen. Den nehmen wir nochmal mit. Und dann sind wir auch gleich da. Um 10. Meilen noch. Dann aufs Ohr hauen, dann kann ich speisen. Und dann geht's wie gesagt morgen gestärkt für mich weiter. Vielleicht. Caution. Please mind the speed limit. Je nachdem, wie viel Schlaf ich morgen bekomme. Mensch, euch kenne ich doch, glaube ich. Dann nur noch einmal rechts und zweimal links abbiegen und dann haben wir eine weitere Fahrt abgeschlossen vom Hall & Hearts Event. Double Crossing, doppelte Tracks. Da bekomme ich echt schon Bock drauf, dass wie das so mit Mods und so weiter wahrscheinlich darzustellen, Trains im Transportfieber so, die Bahnübergänge so zu machen, so gut zu gestalten. Go straight. Bisschen flott unterwegs. Und dann sind wir beim altbekannten. Finally, we are here. Wo müssen wir hin? Den üblichen Ort. Vom altbekannten Rail Export Prefab. Alle links. Anders und ohne Barrikade da vorne. Normalerweise war ja sonst mal eine Barrikade da. Dass man die Tracks gar nicht so richtig sehen konnte. Okay, das ging so schon. Dann nehmen wir das nochmal an.
und laden ab. Ausgezeichnet, Valentinstagsgeschenke von Victoria nach Artesia geliefert. Gefahrenstrecke 606 Meilen. Dauer, ja, wie auch immer, werde ich dann mir wieder beim Schneiden rausschneiden müssen. Aber auch der Kraftstoff 88 Gallonen, das war der 158. erledigte ATS-Wirtschaftsauftrag. Es gab 44.823 Dollar und 1235 Erfahrungspunkte dafür. Das sind wir bei ungefähr der Hälfte von der Stufe 30 angekommen. Und dann fahren wir jetzt nur noch zum Schlafplatz, der quasi um Eck ist. Darum, genau. Einfacher. Der Weg, das ist nochmal eine Meile, 10 Minuten. Mittlerweile bei 5 von 14 angelangt. Die Kurve kommt natürlich nicht. Chemiekonzern wieder links abbiegen. Kommt noch ein Auto. Und dann flitzen wir mal eben rüber zum Schlafen. Und warten auf den Güterzug. Eventuell, wir haben ja, ziehen ja gerade gut, weil wir Bobtail fahren. Turn left. Oh Gott, der Delay. Was einfach am Delay liegt. Was halt also so weird war. Okay. Das ist ja auch mal was Neues. Dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Hollen Hearts Event Video wieder. Sprich, entweder morgen im Truck Simulator 2 oder übermorgen wieder hier im American Truck Simulator. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.